So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Expedition Wiking. Ja, wir sind hier in einem kleinen Lager angekommen. Eigentlich möchte ich ja hier hin. Und ich muss euch gestehen, ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen weiter gespielt, ohne aber abzuspeichern, weil ich einfach wissen wollte, wie komme ich denn hin? Also einfach jetzt hier die Aufgabe aufmachen, bringt es nicht. Wir müssen eine gewisse Reihenfolge bei den Quests beibehalten. Und da geht's erstmal hierüber. Wir müssen erst einmal das Langschiff erledigen. Sprich, wir müssen ein Langschiff bauen. Und dazu müssen wir zurückreisen nach Skjern, was wir gerne tun werden, um dann dort mit dem ollen Sensenmeister zu sprechen. Mit dem ollen Schiffsbauer. So, Moment, das Spiel lädt eben. Und dann schauen wir uns mal da ein bisschen um, dass wir da das Schiff, ja, das wir ja nun wirklich brauchen, um entweder als Pirat oder aber als Handelsnation oder auch als beides durch die Gegend zu reisen. Außerdem haben wir ja hier unten, warte mal, ich gehe mal hier auf die Map, so. Hier. Ja, hier haben wir einen Übungsring, da müssen wir gleich auch hin, machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal hier zu dem guten, ups, ah, die Musik ist so schön, Thorfinn heißt er, und werden mit ihm eine Runde quatschen, weil ich möchte natürlich ein Langschiff bauen, er soll uns das bauen und wir wissen ja gar nicht, was wir dazu brauchen und das werden wir jetzt abklären. Also. Thorfinn ist in seiner Werkstatt und bringt dem Dorfjungen den richtigen Umgang mit der Deichsel bei. Wir scheinen an einem Ruder zu arbeiten. Als du die Werkstatt betrittst, hebt er die Hand zum Gruße. Gute Arbeit, Kleiner. Mach genauso weiter, bis diese Seite fertig ist. Ich muss mit dem Tarnen sprechen, aber ich komme gleich zurück. Er richtet sich auf und schüttelt dir mit einem breiten Grinsen die Hand. Ich glaube, ich muss mich bei dir und deinen Freunden dafür bedanken, dass ihr den Schmuck meiner Frau zurückgebracht habt. Wie kann ich mich euch als dankbar erweisen? Haben wir das gemacht? Tatsächlich? Okay, ich meine, haben wir gerne gemacht, ne? Würde ich sagen. Ich kann mich nur gar nicht so richtig daran erinnern, aber gut. Ist ja auch alles ein bisschen länger her irgendwie, ne? Obwohl ich bin ein bisschen durchgerascht. Vielleicht habe ich das dann erklärt, habe ich das erledigt, ohne es selber mitzubekommen. Egal. Okay, wir fragen ihn erstmal, woran er denn so arbeitet. Woran arbeitest du gerade? Ach, ich habe alle Hände voll damit zu tun, die Dinge, die bei dem Überfall kaputt gegangen sind, zu reparieren und zu ersetzen, was gestohlen wurde. Jetzt gerade bringe ich dem kleinen Meganbjörn bei, wie er ein neues Ruder für seinen Vater herstellen kann. Seines ist nämlich im Kampf mit seinem Räuber zerbrochen. Haben wir großen Schaden erlitten? Ei, sieht so aus, als ob diese Bastarde es geschafft haben, viele Brände zu legen und viele Türen einzutreten. Queldulf arbeitet schon an den Ersatzschlössern und sobald er damit fertig ist, muss ich neue Türen einbauen. Du bist doch bestimmt nicht nur gekommen, um mich zu fragen, wie es mit den Reparaturen vorangeht, oder? Ich begebe mich auf eine Expedition und brauche ein neues Langschiff. Er klatscht in die Hände und strahlt dich an. Oh Mann! Mein Lieber! Auf diesen Auftrag erwarte ich schon, seit das Schiff deines Vaters mit ihm ins Jenseits gefahren ist. Mein Meister hat das Schiff gebaut, als ich noch ein kleiner Junge war. Es war schon immer mein Traum, selbst so einen Auftrag zu bekommen. Es war ein prächtiges Schiff damals, so schnell und robust. Aber ich denke, ich kann mich an seinen Bauplänen orientieren und meinen alten Meister sogar noch übertrumpfen. Welches Schiff wirst du bauen? Es wird ein Sneckja, wie dein Vater einen hatte. Ein schmales Kriegsschiff mit Flachkiel. Darauf setze ich 2 Dutzend Ruderbänke, damit nicht nur dein Gefolge, sondern zusätzlich auch noch ein paar Sklaven Platz haben. Ich bin kein Pirat. Ich möchte ein Handelsschiff.
Dorfin lächelt. Sehr schön. Ich werde darauf achten, dass genug Laderaum vorhanden ist. Es muss natürlich trotzdem als Kriegschef taugen. Die Position unseres Dorfes bringt gewisse Pflichten mit sich. Aber ich bin sicher, das weißt du selbst. Was brauchst du? Gut, Holz. Vor allem Holz. Du musst einen Baum auswählen, den ich für den Kiel, die Steven und den Rumpf verwenden werde. In unserem Wald hier in der Nähe gibt es reichlich große alte Bäume, die sich alle hervorragend für den Schiffsbau eignen. Wenn ich diesen Auftrag für dich ausführen soll, gehen wir gemeinsam in den Wald und ich helfe dir bei der Wahl des passenden Baums. Wenn ich gleich loslege, müsste ich dein Schiff im späten Frühjahr fertig haben. Welche Holzart kommt in Frage? Der Schreiner streichelt sich den Bart. Mal sehen. Eiche ist der Standard. Schweres, langlebiges Holz für eindrucksvolle Schiffe. Ulme ist etwas leichter und biegsamer. Gut geeignet für etwas breitere Schiffe, die viel Fracht transportieren sollen. Vielleicht wäre auch Fichte keine schlechte Wahl. Schiffe aus diesem Holz, diesem leichten Holz, sind besonders schnell. Ich werde unterschiedliche Hölzer für die einzelnen Schiffsteile verwenden, damit jedes Teil aus dem optimal dafür geeigneten Holz besteht. Das verwendete Hauptmaterial hat jedoch großen Einfluss auf die Eigenschaften des fertigen Schiffs. Sonst noch was? Wir müssen Segel nähen lassen. Ich werde Deckard und ihre Töchter fragen, was sie für uns tun können. Dackheit, okay. Ich brauche neues Werkzeug. Das Werkzeug meines Meisters ist abgenutzt und längst nicht mehr zeitgemäß. Thorfinn scheint inzwischen mit den Gedanken woanders zu sein. Ihr Gatte Queldulf wird mir bestimmt gern mal damit behilflich sein. Ich muss einen Steuerruder herstellen. Einen Anker. Er bemerkt einen besorgten Blick hinsichtlich der immer länger werdenden Liste an Aufgaben. Oh, das ist nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Ich kümmere mich schon um alles. Das klingt ja alles ganz gut. Ich bin schon gerade darauf gespannt, euer Können zu erleben. Das wäre die eine, oder? Das muss dann aber auch ein umwerfendes Schiff werden. Ich möchte bei unseren Nachbarn Eindruck schinden. Das zweite. Selbstverständlich. Ich werde deinen Bruder Rurik bitten, mir mit den Schnitzereien zu helfen. Ich bin kein Künstler, doch mit seiner Unterstützung wird das ein wunderschönes Schiff. Wir treffen uns im Wald, am Haus deines Onkels, wenn du Zeit hast. Dann wählen wir das Holz aus und fangen an. Hui, da haben wir jetzt den Skiernwald, wo wir ja auch den Brunnen finden sollen. Und jetzt kommt die Sigrid noch um die Ecke gerannt. Mal gucken, was sie möchte. Ja, Sigrid kommt schnellen Schrittes auf dich zu und bleibt dann abrupt mit respektvollem Abstand zu dir stehen. Alensgard, ich habe etwas gefunden, um das du dich vielleicht kümmern solltest. Was ist los? Da sie fast jeden Tag auf dem Land unterwegs ist, weiß Sigrid vielleicht besser als jeder andere, was in deinen Ländereien vor sich geht. Im Wald hat eine Reisegruppe ihr Lager aufgeschlagen. Ich weiß nicht, ob sie bewaffnet sind, deshalb habe ich mich erstmal zurückgezogen. Wie viele sind es? Im Lager zählte ich vier, aber für nur vier Personen schienen sie zu viel Gepäck dabei zu haben. Ich schätze, sie sind zu sechst oder siebt. Welche Farbe tragen sie denn? Alle möglichen Farben. Nichts, was sie als Kampfeinheit identifiziert. Okay, wir sollten uns jetzt gleich darum kümmern. Sigrid atmet aus, als hätte sie für lange Zeit die Luft angehalten und die Kälte formt ihren Atem zu einer zarten Wolke zwischen euch. Jod und ich werden sie im Auge behalten, bis du kommst. Sigrid überprüft das Messer an ihrem Gürtel, dreht sich auf der Stelle um und geht in den Wald zurück.
ja, haben wir noch eine kleine Quest bekommen, ungeladene Gäste. Wir werden uns um all das kümmern. Ich möchte aber, bevor wir jetzt in den Wald gehen, einmal einen kleinen Abstecher machen. Und zwar in unseren Übungsringen. Da möchte ich ganz gerne hin. Und ja, dann gehen wir da mal auch gleich drauf und sagen der Gruppe, marschiert mal hier hin. Ja, denn wir sehen ja hier, ne, unsere Nachwuchs-Wikinger und Wikingerinnen, die kräftig üben. Der Übungsplatz ist also fertig. Wir haben einen Sklaven verbraucht. Wir müssten mal schauen, können wir eigentlich, warte mal, können wir noch was bauen? Haben wir da irgendwas vollständig verbessert? Das ist der Übungsring. Dadurch haben wir jetzt 2 Macht mehr. Was brauchen wir hier? 100 Holz. Wir haben nur 11. Okay, wir müssen Holz sammeln. Da sind wir ja dann im Wald genau richtig. Okay, wir quatschen mal einfach hier mit den Jungs und Mädels, die hier so ein bisschen üben. Ein Grüppchen junger Männer und Frauen von den umliegenden Bauernhöfen üben in Alvaldas altem Übungsring. Wir schauen einfach mal zu. Ihr Eifer ist wunderbar, doch ihre Technik lässt noch sehr zu wünschen übrig. Dein Gefolge könnte ihnen gewiss das ein oder andere beibringen. Darf ich mit? Ja, wir machen einfach mit, hm? Würde ich sagen. Der Krieg wird unterbrochen und alle Blicke sind auf dich gerichtet. Der Älteste, den du als Eidis jüngsten Sohn identifizierst, antwortet: Es wäre uns eine Ehre. Das jüngste der Kinder, ein Mädchen aus einer der entlegensten Gegenden deiner Skipreida, hüpft beinahe vor Aufregung. Au ja, das Gefolge des Terne gegen den Rest von uns. Und schon geht der Übungskampf los. In Kampfbereitschaft ist auch eine kleine Quest, die wir haben. Und ja, mal gucken. Ja, die Kids sind nämlich gar nicht so schlecht, wie man vielleicht annehmen könnte. Ja, hier unser Gunnar, der kriegt schon ganz ordentlich Dresche. Und zack, hat uns verfehlt. Jetzt kommt hier noch ein kleiner Heiler. Mit einem Bogen bewaffnet. Hat uns auch verfehlt. Okay. Wir sind dran. Was haben wir hier? Das bin ich, Allensgard, hier hinten. Aber wir sind natürlich optimal aufgestellt, wirklich. Pass mal auf. Den treten wir mal weg. Zack. Wunderbar. Der ist weggetreten. Dann marschieren wir hier vor. Holen dann hier unseren Asleifer vor. Der geht ruhig hier hin. Und haut mal hier drauf. Denn Gunnar ist doch ziemlich eingekesselt da. Den sollten wir ein bisschen frei bekommen. Unseren Bogenschützen, den guten Kirtil, den stellen wir mal hier so hin. Hier erstmal. Und schauen mal, wo wir am maximalen Schaden anrichten können. Die ist in Deckung. Die können wir aber treffen. Dann treffen wir ihn. Alles klar. So. Dann haben wir hier unsere Hexe. Die habe ich ganz vergessen. Die darf erst einmal demoralisieren. Und sich anschließend auch hier in Deckung bringen. Was? Dafür kriegst du was ab? Das ist so eine Sauerei. Dachte ich eigentlich, die wäre geschützt. Okay. Einmal hier reinhaken. Zack. Anschließend hier in Deckung gehen. Und unser guter Gunnar sollte ihn jetzt... Na, kriegt er noch nicht weggefrühstückt. Aber ihn kann er weghauen. Na, wir hauen erstmal da drauf. Sauber. So. Ich
glaube, jetzt haben wir alle gezogen, ne? Jo, alle sind gezogen. Weiter geht's. Oh, das war jetzt nicht so wild. Oh, das hat schon weh getan. Oh, Gunnar ist betäubt. Das ist ganz übel. Autsch! Was macht er? Geht in Deckung. Nur geplagt. Wobei geplagt kann bedeuten, dass wir auch noch zusätzlich Schaden bekommen. Gunnar ist betäubt, kann also nichts machen. Ne? So, warte mal. Hier unsere kleine Hexe. Erstmal gar nichts machen. Kann sie das machen? Nein, dafür muss ich ganz ran. Ne? Warte mal. Wie machen wir das? Angeschlagen. Auf jeden Fall braucht unser guter Gunnar braucht Unterstützung. Hallo? Ich möchte gerne sie haben, verdammt nochmal. So. Ihn und ihn angreifen. Alles klar, oder sie. Okay. Dann. Auf ihn. Auf ihn. Hin. Geht nicht so. Wann geht das denn? Macht doppelten Schaden. Ah, und die müssen immobilisiert sein. Ah, da wollen wir Folgendes machen. Drogeneinfluss. Eigentlich sollte sie jetzt nichts können. Das glaube ich ja nicht. Sie kriegt auch einen kritischen Treffer. Sauerei. So. Auf ihn. Dann auf sie. Alles klar. Der liegt auf dem Boden, sie ist geplagt, alle angeschlagen. Machen wir es denen möglichst schwer, sich was Passendes zu finden. Machen wir weiter. Die sind gar nicht so schlecht, die kurzen, ne? Er halt hier die kleine, die ist echt gefährlich. Ja gut, das war jetzt mehr, ne? Okay, das war jetzt auch nicht wild. Eine Bogenschützin. Die trifft von da aus. Sauerei. Also wenn es so weitergeht, ist Gunnar gleich weg. Ja, wir müssen jetzt mal hier dringend aufräumen. Einmal ihn weg, bitte. Einmal ihn weg. Kurze anschlagen, danach wegmachen. Und du gehst. Warte mal. Ah, ja, gut, demoralisieren können wir auch machen, meinetwegen. Ach, das ist alles nicht so optimal. Deckung. Sie lähmen. So, damit ist sie erstmal außer Gefecht gesetzt und weiter geht's. Ach.
Ich denke, die ist gelähmt. Verdammt. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Los. Dahin und sie wegmachen. Alles klar. Anschließend hier in Deckung gehen. So, du gehst auch mal hier in Deckung. Umhauen. Jawohl. Und in Deckung. Du. Wo haben wir denn? Das ist Gunnar, ne? Okay. Hier hin. Heilen. Excellent, yeah, so muss das sein. Gut, anschließend hat sie hier Deckung und da hat sie keine, da kann sie nicht hin. Dann gehen wir darüber. Du gehst hier hin und unser Bogenschütze. Einmal hier. Was? Hier hin. Sehr geil. Und weiter geht's. Autsch. Das tut doch weh. Passt auf, die machen wir jetzt weg. Einmal demoralisieren. Dann geht hier der Asla, der kann gar nicht vor. Scheiße. Stimmt, hierhin. Dann Asla fahr dahin. Sie anschlagen. Gunnar, hier rum. Weghauen. Nefja, hier hin. Jetzt müssten alle weg sein, oder? Ja. Ja, hat doch ganz gut geklappt. Haben sie ein bisschen was gelernt und wir auch. Das war nämlich keine so ungefährliche Gruppe, die Kiddies. So, dann ruft bei der Fraktion der Clan. Und Clan ist jetzt geliebt und ich habe 3 Fertigungspunkte bekommen. Wunderbar. Als der Kampf vorbei ist, stehen alle auf, die zu Boden gefallen waren. Du merkst, dass die Kinder viel aus ihren Niederlagen gelernt haben. Heidis Sohn nickt dir respektvoll zu. Ihre Söhne hatten immer schon gute Manieren. Ich danke für den Kampf, Allensgard. Wollen wir noch einmal kämpfen? Ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Übt ihr mal weiter. So, die Kinder steigen zurück in den Ring und üben weiter. Hier trainiert immer irgendjemand. Du kannst jederzeit zurückkommen, wenn du in sicherer Umgebung etwas Neues ausprobieren möchtest. Na bitte. Damit ist die Quest Kampfbereitschaft abgeschlossen. Wir haben ja ein paar Pünktchen bekommen, das ist schön. Warum sind wir denn hier so quer verteilt? Naja, egal, komm. Alle mal hier rüber, ihr könnt weiter üben. Und jetzt haben wir hier unten noch die Eidis. Da möchte ich auch noch hin. Gut, ich gebe zu, das ist jetzt gekommen, weil ich ja vorher ein bisschen geübt habe. Ne? Das nehmen wir auch noch mit. Du triffst Eidis in der Nähe ihres Hofs. In der einen Hand hält sie einen Köpfchen hängende, in der anderen ein Messer. Der Boden um sie herum ist von Federn bedeckt. Hold there! What brings you kids out here? Don't tell me Ranvai Sao chose this moment to give birth. Seid gegrüßt. Was bringt euch denn hierher? Erzählt mir nicht, dass Ranvai Sao ausgerechnet jetzt werfen will. Ich habe das Gefühl, ich verstehe die Zusammenhänge nicht so recht.
Die dumme Sau kann jetzt jederzeit werfen und ich habe Rangweig versprochen, mitzuhelfen, wenn es denn soweit ist. Leider bin ich gerade damit beschäftigt, ein Huhn für das Abendessen zu rupfen. Aber wenn es nicht um die Sau geht, was bringt euch dann hierher? Es geht um eine Geschichte, die du uns einmal erzählt hast, als wir noch Kinder waren. Eides lächelt wehmütig und wischt ein paar streunende Federn von ihrer Schürze. Ach, das ist schon lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt noch daran erinnern kann. Was genau willst du denn wissen? Du hast uns einmal erzählt von einer Begräbnisstätte im Innern eines Berges. Du hast uns einmal von einer Begräbnisstätte im Innern eines Berges erzählt, wo ein alter König mit all seinen Schätzen begraben liegen soll. Du kennst das Funkeln in Eides Augen noch aus deiner Kindheit. Ach ja, diese Geschichte. Besagtes Grab wurde von den Zwergen oder Elfen oder sonstigen Erdwesen bewacht. Und es hieß, dass jeder, der es wagt, seine Ruhe zu stören, von schrecklicher Rache heimgesucht werden wird. Zwergen oder Elfen? Was soll so ein Scherz sein? Eides zuckt lächelnd mit den Schultern. Die Leute dort schienen es jedenfalls ernst zu nehmen. Die Leute verbringen viel Zeit damit, sich Sorgen zu machen über Dinge, die sie weder sehen noch hören können. Sie sollten sich mal lieber mit den echten Gefahren auseinandersetzen. Warum fragst du denn ausgerechnet jetzt danach? Ich bereite eine Expedition vor. Ich brauche Schätze, um sie gegen Ausrüstung und Vorräte einzutauschen. Eidis scheint fasziniert zu sein. Wohin soll die Reise denn gehen? Übers Meer, auf die Inseln. Man munkelt von unbewachten Küsten und großen Reichtümern. Ich habe noch weitere Fragen. Schließlich legt die Frau das Huhn aus der Hand. Sie wischt sich die Hände an der Schürze ab. Weißt du was? Nehmt mich mit zu diesem Grab. Es ist einfacher, wenn ich euch führe. Was ist denn mit deinen Söhnen? Sie sind alt genug, um sich in meiner Abwesenheit um den Hof zu kümmern. Und falls es Schwierigkeiten gibt, dann können sie Hilfe suchen bei ihrer Tante und ihrem Großonkel. Kannst du dich denn verteidigen? Ich habe nicht viel Übung darin, aber ich bin auch gewiss keine gebrechliche alte Dame. Alvalda hat seinen Söhnen einen Helm und ein Schild hinterlassen, die mir ebenso gut passen. Und eine Axt nehme ich auch mit. Das soll dann reichen. Wenn du willst, kannst du uns gerne begleiten. Sehr gut. Wir treffen uns am Dorfrand, wenn die Zeit für den Aufbruch gekommen ist. Aber jetzt muss ich mich wirklich um das Huhn kümmern. Ja, natürlich haben wir auch hier noch eine kleine Quest bekommen. Sie kümmert sich ums Huhn und wir kümmern uns um die nächste Folge, in der nächsten Folge. Ja, es entwickelt sich halt alles ein bisschen. Es kommen jetzt wir müssen ein bisschen Quests sammeln. Und in der nächsten Folge, verspreche ich euch, gehen wir in den Wald und suchen erstmal Holz für unser Schiff. Vielleicht können wir den Brunnen auch noch finden. Würde mich persönlich freuen und dann bauen wir uns ein Brötchen, ne? Denn wir wollen ja irgendwie übers Land schippern, ja. Bis dahin sage ich aber erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaltet weiter kräftig ein, also ihr paar, die ihr immer dabei seid, kommt, schaltet wieder ein, ich würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Alien.